So, alle Status 0, Status 0. Herzlich willkommen bei Amateur Real Life RPG. Heute gibt es einen kleinen actiongeladenen Ausschnitt aus meinem allerersten RAC-Dienst. Hat eine Vermutung, wo es ist. Ich glaube nicht in Nähe rechts, okay. Geh mir rein, Status 4. Ich stehe, ja, wir stehen relativ gut, richtig. Aber. Ja, einfach rein. So. Hallo. Moin. Ja. Der Herr bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Oh. Ja? Das ist gefilmt. Warum liegt der Kopf auf dem Boden? Weil das seine Absperrung gerade nach der drüben geflogen ist. Auf die andere Straßenseite. Oh, hi. Cool. Solltet ihr die mal holen, weil sonst. Ja. Steht ja auf dem Schadenstreifen, da wo es hingehört, ne? Ja, das ist ja in Ordnung, ja. Fangen wir mit dem Fahrzeug an, oder? Ja. Ja, ich bitte. Bitte? Ja, ganz kurz. Da. Abbruch RTD 2. Bin fast fertig, versorgt eben. Einmal aufpassen. Ganz kurz. 2 Sekunden. Bitte nicht erschlagen. Bei wem hatten Sie nochmal Erstanweisung? Bart, oder? Ja. Ja. Okay, danke. Ejo. Was muss ich besser machen? Sage ich Ihnen gleich im Auto. Aber das ist im Grunde genommen nicht Ihr Fehler. Okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, was denn? Kann einer von euch mal eben. Alles klar. Von Brot oder was? Ja, deswegen, ich will abwarten. Ist die von Kalu, ne? Nee. Was ist eigentlich mit der? Ist sie nicht mehr da? Das müsste. Lass uns mal. Da ist sie noch, aber. Kipper. Nele Kipper. Urlaub, ne? Bestimmt. Ja. Da ist im Moment ernstes Azubi. Ja. Azubine. Ach Mann. Könntest du einmal drüber schauen? Ja. Alles sofort. Azubine, Alter, dieses Wort. Azubine heißt das jetzt. Ab sofort ist das Azubine. Mann. Azubine. Azubine. Azubine heißt. Nein. Ja, haben Sie schon mal einen Reifen hinterher geschmissen bekommen? Nein, einfach Auszubildende. Ganz einfach. So, könnt ein euch Träumchen, Herr Heere, sie verbessern sich. Und Azubine ist wirklich der echte Begriff. Oh, sehr. Yes. Verbesserung ist doch in Ordnung. Ja. Aber ich sag Ihnen gleich nochmal, was sie hätten, also was sie besser machen können. Ja, das ist also grobe Vermutung. Tja, abgedeckt von Hörern. Das hat nichts mit dem Reparieren zu tun. Okay, da habe ich doch keine Vermutung. Mit dem. Na, ich sag's Ihnen gleich, ich brauch's jetzt nicht umschreiben. Ja. Also ich glaube, er ist gerade irgendwie weg. Jetzt bin ich wieder da. Ist kalt. Okay. Ja. Oha. Vielen Dank. Mir ist aber kalt. Wo kann ich mich aufwärmen? Am besten in dem Fahrzeug. Ach, perfekt. Oder ich schaue mal, ob ich noch einen Taschenwärmer dabei habe. Dann können wir damit nicht. Bis dann. Bis dann. Ja. Ihr müsst ihn mal irgendwie ein bisschen aufnehmen, das gibt nur wegen Kälte. Und ich hab gerade kein Feuer. Ich hab ja, im Auto liegt eins. Ich hab eins. Können wir von mir weggehen? Das wäre schön, du jetzt gleich, oder? Ach, schlagen sie nicht? Nee, hatte ich nicht mehr. Womba-lomba. Nur vielleicht müssen wir in den RTW reinpacken. Nee, nicht in die Trage. Die Trage geht nicht. Die Trage hat keinen Motor und deswegen wird die nicht warm. Geht der für das Fett? Geht nicht anders. Das steht. Pack den doch in sein eigenes Auto rein. Ja, da läuft der Motor auch nicht. Ja, warte. Vielleicht läuft der Motor. Oh. Jetzt haben wir doppelt das Problem. Ich glaube, du darfst jetzt von der Brücke runterlaufen, oder? Ja, wie sollen wir den sonst ins Auto kriegen?
Kannst du den hier wieder loslassen? Ja, so rum geht's nicht. Ach, er ist noch da. Gut. Ich. Oh nein. Was machst du? Ah, doch, warte, ich hab keinen Einladen. Ja, toll. Wo ist er jetzt? Ja, jetzt im Auto. Ist er im Beifahrersitz. Ja, das zählt auch. Der Motor ist an. Ja, also hier draußen stehen, das ist ein Fisch. Im Aquarium. Er schwimmt noch nicht oben, ist alles noch in Ordnung. So, wir sind weg, ne? Jo. Ja. Komm, schnell Rechnung, was an. Jungs, Rechnung, komm. Okay. Hab ich jetzt noch so viel Geld hier eigentlich, Mann? Nee, bevor sie wieder umkippen. No. Spaß. Ich kann das Geld nicht bezahlen, ich krieg mein Leben. Warte, ich frag mal kurz meinen Chef. Was haben wir denn noch? Jo, Kollege kommt mit Geld. Gut. Okay. Setzen Sie sich lieber ins Auto, aber nicht wegfahren. Ich hab gedacht, der RC macht mein Auto ganz. Was? Ich hab gedacht, der RC macht mein Auto ganz. Haben wir doch. Hocken Sie sich mal rein. Wollen wir den ganzen Motor reinsetzen? Ja. Haben wir nicht dabei. Den Rest müssen sie bei uns in die Werkstatt kommen. Boah, kann man sowas machen. Aber wir können nicht ein Auto komplett neu machen hier. Sie haben keinen Motor dabei. Doch, weil wir genau ein. Jedes Auto ein. Team hier auch von der Leitstelle kommen. Schade. Wir haben genau einen Motor dabei, sitzt bei uns in der Motorhaube vorne drin. Der ist aber auch für unseren Auto. Ja, und der passt bei Ihnen nicht rein, weil es ein V8 ist. Ja. Ah, da ist er. Oh, dann zwei. Hi. Ich glaube, dass du mein Auto nicht bist. Boys. Wir wollen hier keinen Zickenkrieg. Ja, ich will hier auch keinen Zickenkrieg. Ich wäre ihm aber fast reingefahren. Dann wäre ich tot gewesen. Du musst jetzt hier nicht die Welle schieben, ne? Ich eine Welle schieben? Was ist passiert? Gar, ruhig. Was ist passiert? Bis jetzt ja, noch nichts. Ich bin hier gerade von da hinten gekommen, vom Dönershop. Hab meinem Auto neu eine Farbe verpasst. Jetzt hier mit goldenen Felgen und so. Und ich fahr hier so und auf einmal sehe ich, wie er mitten auf der Straße steht und bremst. Max, warum hast du nichts an? Junge, ich wurde ganz nett von Leuten ausgezogen vorhin mit Mario. Ja, von. Ja, ich weiß, ich hab schon gehört. Mann, ey, das kannst du nicht machen, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Ich weiß nicht, da steht hier ganz schön Wille. Aber das auf der Straße haben wir bremsen, ist auch nicht so super. Sie hätten hinter dem RC-Auto bremsen müssen. Junge, was willst du jetzt von mir? Komm her, 1-1. Kann sie sich beruhigen, hä? Fahren Sie einfach weiter. Ja, fahren Sie weiter. Also, Sie haben mir gar nichts zu raten, okay? Ich mach das, was ich Bock drauf habe. Zu raten? Machst du erstmal was ganz anderes, bevor ich dich hier gleich über den Haufen schieße. Also steig ein und sieh zu, dass du wegkommst. Sonst schieß dich über den Haufen. 3, 2, 1. So, Status 0, Status 0. Sofort. Das kann's nicht benötigt. Sein. Junge. Verpiss dich, steig ein. Ja, genau. Also, so viel dazu. Alles okay? Erzählen Sie die mal besser. Dem war das Kennzeichen von dem roten Aventador? Nee. Nee, leider nicht. Kann ihn gerade aus irgendwelchen Gründen. Auf jetzt. Achtung. Junge, der Skript so wieder aussieht. Was denn Tönig ist? Gott, ey, ich mach mal den Schuh hier weg. Ich hab den schon mal. Ah, nee, kann man nicht wegmachen. Aber dem hier geht's noch, der hat nur was am Arm abgekriegt. Fehlen jetzt aber welche Rackler oder sind alle wieder aufgetaucht? Sind alle da.
alle da. Aber wie sie wahrscheinlich mitgekriegt haben, der rote, also der Typ, der da liegt, hat angefangen, hat die Waffe rausgeholt, dann auf den Lambo geschossen und der Lambo hat nicht geschossen. Er hat nicht geschossen, der Lambo hat geschossen, er hat nur bedroht. Achso, okay, dann hat der Lambo. Bedroht, der Lambo-Fahrer hat seine eigene Langwaffe rausgeholt und hat, hat angefangen rumzuschießen. Herr Polizist? Ja, klar. Oder am besten noch ein bisschen lang. Also, Herr Polizist, bevor ich mir so bewusst bis wieder werde, zum sechsten Mal, glaube ich, der Lambo hat Kennzeichen JZ-A1. Rot, Aventador. Wie denn? Wie soll ich das schreiben? Einfach eine SMS an die Polizeischaft oder keine SMS an die Polizeischaft. Oh, dann ja, Freund, direkt gut. Alles klar, gut, dann wäre ich mal direkt, haben wir gerade noch zwei andere, weil sie begrüßen haben. Wenn sie den nochmal sehen, dann. Jo. Dann ja. Sagen sie mal Bescheid. Ich hab's ihm geschickt.